Herzlich willkommen im Forum Jakob Pinz. Inken Biel und ich möchten uns heute einmal über Holzschnitt bzw. Farbholzschnitt unterhalten. Herzlich willkommen, Inken. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Wir sind jetzt hier, wie ich gesehen habe, in der Pinz-Stube, richtig? Genau. Und das ist dann hier alles die Werke von Jakob Pinz. Nicht ganz. In der aktuellen Ausstellung, die wir im Moment haben, also im Sommer 2020, haben wir hier eine Holzschnittserie von Estemann Fekete ausgestellt, aus der Sammlung des Kreises Höxter. Und die verdeutlicht ganz schön, wie ein Farbholzschnitt eben funktioniert. Denn Estemann Fekete kreiert einen Holzschnitt aus 6 Farben und druckt jede Farbe auf ein einzelnes Blatt, sodass wir das eben nachvollziehen können, welche Farben in dem Holzschnitt sind und wie sich auch das Motiv bei jeder neuen Farbe sozusagen verändert. Jetzt kann man hier ganz schön sehen, das sieht man ja erst grün und dann ist es hier der ganze am Ende bunt. Genau. Und das Besondere ist eben auch, dass Fekete jeden Schritt sozusagen, also jede Farbe nochmal dokumentiert, indem er auch so einen Zwischenschritt eben druckt. Also hier sehen wir zum Beispiel die Farben 1, 2 und 3, das sind in dem Fall Violett, Grün und Orange. Ja? Und dann geht das eben weiter bis zu Farbe 6. Das ist aber dann bestimmt sehr viel Aufwand, bestimmt mehrere Stunden oder Tage. Auf jeden Fall, weil das bedarf erstmal natürlich einer genauen Planung, einem genauen Konzept, was man machen möchte. Das Motiv muss feststehen. Das wird natürlich zeichnerisch erst auch festgelegt und dann eben auch auf die Platten übertragen. Und das schauen wir uns gleich nochmal an, wie das technisch funktionieren kann. Anhaltspunkt eben dafür, dass Fekete eventuell eine Platte für mehrere Farben benutzt haben könnte, gibt dieses Blatt, das die Farbe Gelb zeigt, beziehungsweise wo er Gelb gedruckt hat. Wir machen das mal auf, dann kann man das nämlich gleich besser sehen. Das Blatt Nummer 5. Das kommt sozusagen nach dem Roten dann. Genau, das kommt nach dem Roten und da kann man ganz schön erkennen, dass es hier eben rote Reste sozusagen gibt. Ne? Da hat er erst die rote Platte wahrscheinlich abgewaschen, da sind dann wahrscheinlich Reste oder sowas drin geblieben. Dass er die Platte, nachdem er das Rot gedruckt hat, nochmal neu bearbeitet und dann eben die gelbe Farbe druckt. Also sozusagen mit der gleichen Druckplatte. Genau, mit der gleichen Druckplatte. Also man kann vielleicht davon ausgehen, dass er für diese gesamte Serie so 2 bis 3 Platten verwendet hat und dann eben die Farben auf der Platte variiert hat. Und hier haben wir jetzt die Holzdrucke von Jakob Pinz, also wie er die einzelnen Arbeitsschritte gemacht hat, oder? Richtig. Hier haben wir Druckplatten von Jakob Pinz, einmal diese 3, an denen man ganz gut nachvollziehen kann, wie er eben den Farbholzschnitt gearbeitet hat. Und Werkzeug, also Schnitzwerkzeug, Schneidewerkzeug, eben mit dem er die Platten bearbeitet hat, diese Rolle, mit der er die Farbe aufgetragen hat und eben diese Reiber. Und Holzschnitt ist ja eine Hochdrucktechnik, also ein Hochdruckverfahren. Das heißt, alles, was aus der Platte weggeschnitten wird, das wird weiß gedruckt. Nur das, was eben erhaben aus der Platte scheint oder erscheint, das wird gedruckt. In dem Fall also hier dieses so grün wirkende. Ne? Also funktioniert das genauso wie ein Stempel? Sozusagen, genau. Und wir sehen hier eben ein Bild, was sich aus 3 gedruckten Farben zusammensetzt. Und ja, kannst du es erkennen? Also ich denke mal zuerst ist war hier die Zeichnung oder Auszeichnung. Dann schätze ich mal, hat er zuerst hier diese groben Umrisse gedruckt, dann die kleineren roten Details, ja. Dann das Schwarze und dann halt am Ende
würde ich sagen, sieht das dann so aus. Ein komplettes Bild. Genau. Genau. Richtig. Genau so ist es. Und dann hat er auch für jeden Druck eine andere Platte. Also war es kein... Es ist nicht von der verlorenen Platte gedruckt. Genau, das Nein. Gott hat genau. Gefehlt. Das hat, hat Jakob Pinz eigentlich fast nicht gemacht. Okay. Jakob Pinz hat eigentlich immer für jede Farbe eine Platte angefertigt. Wir haben aber auch bei Jakob Pinz keine so vielfarbigen Holzschnitte wie bei Fickette. Also wir haben 3-4 Platten. 6 eigentlich nicht. Also diese hier zum Beispiel, Selbstporträt mit Japan-Druck, das sind 4 Platten und das ist schon vielfarbig. Jakob Pinz ist auch immer von der Maserung des Holzes, die er vorgefunden hat, ausgegangen oder eben ganz oft und hat aus dieser Maserung heraus sozusagen das Bild entwickelt. Und wir sehen hier eben die Materialien, also einmal diese Holzplatte, die entsprechenden Werkzeuge hier, die Farbroller, ein bisschen Farbe und eben auch so ein Reiber, wie wir den eben auch schon beim Werkzeug von Jakob Pinz gesehen haben, in dem eben das so funktioniert, dass man das Bild gestaltet und dann das Papier eben auf dieses Holz legt und dann das entsprechend hat. Und hier sehen wir ein Beispiel aus einem Schülerinnen-Workshop hier im Haus. Und das, ich finde, ein ganz schönes Beispiel tatsächlich, ja. Was auch sehr an Jakob Pinz inspiriert ist. Ja, es ist sehr schön, vor allem hier mit diesem Farbüberlauf und dem Schatten. Der Schatten, der wurde wahrscheinlich aus der gleichen Farbe gemacht wie da, also dann da gedruckt und dann mit der Restfarbe, die noch auf dem Druckstock war, hier, schätze ich. Ja, genau. Und auch dieser Farbverlauf ist auch sehr schön hier gemacht und auch sehr typisch für Jakob Pinz. Also man kann sich da wirklich auch an die Technik annähern. Und wie einfach das eigentlich sein kann, und es ist doch sehr künstlerisch und auch schön aussieht. Also, obwohl es ja im Prinzip eine ganz einfache Technik ist. Ist total einfach, aber ja. Macht auch unheimlich viel Spaß. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr interessant und aufschlussreich und lehrreich. Und ich werde das auf jeden Fall mal selbst ausprobieren mit dem Drucken. Und vielleicht komme ich Sie nochmal besuchen, weil ich fand dieses Museum hier echt schön. Auch diese Workshops kann man als Privatgruppe auch buchen oder eben für Schülerinnen und Schüler. Das ist jederzeit möglich. Man kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, vielen Dank. Danke.